Moin und herzlich willkommen zu unserem Reisebericht über Esens. Ein kleines, aber feines Städtchen im Herzen von Ostfriesland. Esens ist nicht nur das Tor zur Nordseeküste, sondern bietet viel Charme und Geschichte, was man vielleicht beim flüchtigen Betrachten nicht vermuten würde. Lasst uns zusammen eintauchen in dieses friesische Städtchen. Es hat mehr zu bieten, als es auf den ersten Anschein aussieht. Wir fahren wieder mit dem Urlauberbus von Neuharlingersiel, unserem derzeitigen Urlaubsziel, nach Esens. Auf dem Weg fallen uns direkt die Weite der Landschaft und ein endloser Himmel auf. Kaum in Esens am Busbahnhof angekommen, werden wir von einer einladenden Atmosphäre empfangen, die typisch für die friesischen Städte sind. Vom Busbahnhof kommend, gehen wir durch die Fußgängerzone und kommen so zum Marktplatz, dem Herzstück der Stadt. Historische Backsteinhäuser reihen sich aneinander. Gassen und Geschäfte laden zum Bummeln oder Einkehr in die Cafés und Restaurants ein. Durch die Umwandlung von Straßen erhielt Esens 1974 die erste Fußgängerzone in Ostfriesland. 1972 erhielt Esens die staatliche Anerkennung als Küstenbadeort und 1990 wurde ihm der Titel des Nordseehallbades zugesprochen. Der Tourismus ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor der Stadt. Die Esenser Bären erinnern an die Vergangenheit der Stadt. Der Legende nach hat ein Bär die Stadt vor der Eroberung durch fremde Truppen bewahrt. Deshalb hat man ihm ein Denkmal gesetzt. Überall sind seine, heute zahmen Nachfahren, eine Erinnerung an die heldenhafte Tat. Er hat es bis in die Stadtfahne und das Dienstsiegel geschafft. An vielen Stellen laden die Bären dazu ein, mit ihnen ein Erinnerungsfoto zu machen. Die Ruhe ist hier greifbar und die Entschleunigung spürbar. Bensersiel liegt direkt an der Nordsee und ist nur etwas über 5 Kilometer von Esens entfernt. Aber das ist eine andere Geschichte. Der Marktplatz gibt den Blick auf das Rathaus und die Kirche St. Magnus frei.
Hier ist es einfach wert, zu verweilen und die Atmosphäre auf sich wirken zu lassen. Wir finden, es lohnt sich. Kulinarisch kommt man in Esens natürlich auch auf seine Kosten. Egal, ob friesisch herb oder süß, hier gibt es alles. Bei einem ausgiebigen Spaziergang oder beim Sport können die Kalorien wieder abgearbeitet werden. Die friesische Teekultur ist hier ebenso anzutreffen wie Kaffee- oder Getränkegenuss. Bei einem Besuch der Cafés wird das Ritual des Teetrinkens im wahrsten Sinne des Wortes mit der besonderen Gelassenheit zelebriert. Genau die richtige Einstellung, um zu entspannen und dabei das Geschehene auf den Straßen zu beobachten. Unser Fazit. Esens mag zwar klein sein, hat aber sehr viel zu bieten. Reiche Geschichte, friesische Kultur bis hin zur Nähe zur Nordsee. Wer sich nach Ruhe, Gelassenheit und einer Prise Nordseeluft sehnt, ist hier genau richtig. Esens ist der perfekte Ausgangspunkt für Entdeckungen im Umkreis und ein wunderbarer Ort, um abzuschalten und die Zeit ein wenig langsamer laufen zu lassen.